Moin moin miteinander, willkommen zu Icewind Dale. Ja, wir sind dabei, ein paar interessante oder auch merkwürdige Bereit Gespräche und zu willig. Führen. Oder eins ich verstehe. Zumindest. Gelaret Gar, diese teuflische Maschine, hat wohl für immer ihren Geist aufgegeben. Okay. Ich habe dieses Teil in einem der Kriegsräume gefunden. Ich würde mal sagen, wir fragen ihn erstmal, wer er ist. Gah! Ihr steht mir meine Zeit mit dummem Geschwätz. Ich heiße Gelaret. Als ich noch am Leben war, ist dieser Haufen Müll einmal ein Astrolabium gewesen, das ich selbst konstruiert und gewartet habe. Okay, was hat euch nach dem Fall der Hand hierher verschlagen? Was hat das, ihr habt das Astrolabium gebaut? Das habe ich. Larel hat mich mit dem Entwurf und der Konstruktion dieser Maschine beauftragt. Die Zauberer haben ein Gerät benötigt, das sie bei der Erforschung der Sterne und der Monde unterstützt. Jetzt taugt es nur noch als Staubfänger. Vielleicht hat Larel in dieser Sache den Durchblick. Habt ihr mit ihm gesprochen? Er wettert nur noch vor sich hin. Ich werde aus ihm nicht schlau. Er ist längst nicht mehr der edle Elfenzauberer, der er einmal gewesen ist. Habt ihr ihm gesagt, dass ihr das Astrolabium gebaut habt? Das habe ich. Larel hat mich mit dem Entwurf... Na, okay. Lalala. Was hat euch nach dem Fall der Hand hierher verschlagen? Ich weiß nur noch, dass während der Verteidigung... der Hand ein Pfeil meinen Rücken durchbohrt hat. Als ich aufwachte, befand ich mich in diesem entsetzlichen Zustand. Jetzt verbringe ich meine Zeit damit, eine Möglichkeit zu finden, wie ich diese verdammte Maschine reparieren kann. Okay. Ich habe doch schon zwei Maschinenteile. Also, Kalesa hat mir dieses Maschinenteil geschenkt. Die Gruppe hat einen Gegenstand verloren, ihr habt einen Teil wiederhergestellt. Die Gruppe hat Erfahrung gewonnen. 24.000. Oh, schön. Okay, ich habe dieses Teil in einem der Kriegsräume gefunden. 35.000. Okay. Ich schaue vorbei, so, Pling. Klack, 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 klack. Holt mich der Abgrund. Ihr könntet recht haben. Wenn ihr noch mehr Teile findet, lasst es mich wissen. Ansonsten kommt vorbei, wenn ich das Teil eingebaut habe. Okay. Melinor ist aufgestiegen. Das ist schön. Dann mal aufsteigen. Eine Stufe höher. So, verteilen kann er nix. Taschendiebstahl mittlerweile 95. Oder war das schon immer so? Ich weiß es nicht. Einverstanden? So, wie sieht's mit Zaubern aus? Oh, vierter Grad. Er darf einen vierten Grad Zauber lernen. Das heißt, so langsam müsste ich mich da dran machen und mal aus den Spruchrollen ein paar vierte Grad Zauber heraussuchen, die er dann lernt. Also zumindest einen. Aber dazu müsste ich jetzt alle seine Spruchrollen durchgehen. Das möchte ich im Moment nicht machen. Das mache ich dann vielleicht nach dieser Folge. So, okay, also. Sag mir, nach was es dir verlangt. Hast du jetzt noch irgendwas zu sagen? Okay. Ich komme später wieder. Scheinbar haben wir noch nicht alle Teile. Na gut. Okay. Aber wir haben ja noch einen Turm zu erforschen. Den müssen wir jetzt nicht sprechen, wahrscheinlich jedenfalls. So, erledigt. Hier geht's weiter. Keine leichte Aufgabe. Über viele Brücken musst du gehen. Ja. Da ging's nicht rauf, ne? Nee. Ich verstehe. Oder doch? Doch. Ach so, ja, hier waren wir. Wie du wünschst. Hier waren wir schon, hier müssen wir nicht wieder hin. Gewiss.
Gewiss. So. Hier ging es nicht weiter, richtig? Aha, okay. Also runter da. Ganz recht. Weiter runter. Erledigt. Und jetzt könnten wir eigentlich in den Laden hineingehen, um einfach mal Sachen zu verkaufen. Zumindest ein paar Sachen. Damit wir nicht ganz so voll bepackt rumlaufen. So, wo ist denn das hier? Aber euer Laden hat immer noch nichts Brauchbares. Hm? Ich würde eure feinen Waren gerne mal sehen, genau. So, du. Fangen wir mal mit dir an. Zweihändiges Schwert. Also die Armbrust wird sie nie wieder brauchen. Sie hat ja diese Wurfaxt, die schöne. Das heißt, die können wir verkaufen. Heldentrank. 640. Oh. Zweihändiges Schwert. Verteidiger. Brauche ich das? Ich glaube nicht. Kresselachsschwert. Brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Aber ich vermute mal, das Zweihändige brauche ich auf gar keinen Fall. So, kaufen kann sie aber mal vielleicht Pfeile, ne? Säurepfeil, Feuerpfeil, Bolzen. Ganz normale Pfeile. So, du. Du verkaufst ein paar, zum Beispiel den Kurzbogen verkaufst du mal. Langschwert plus 1 verkaufst du mal. Langbogen der Treffsicherheit oder Langbogenbeschützer. Erstmal den. Schaden plus 2. So, auch Schaden plus 2. Widerstandskraft gegen Geschosse, Magieresistenz. Hm. Ja, doch. Der mit der Treffsicherheit ist, glaube ich, nicht so mein Fall. So, also verkaufen. Geweihter Morgenstern. Einbringung von 2 zusätzlichen Priesterzaubern. Ah, okay, behalten. Behalten. Trank der Schöpferkraft. Brauche ich sowas? Um 4 Punkte. Next. Aber ihm ist schwierig. Kauf mal einfach einmal Pfeile und gut. So. Morgenstern plus 1. Langschwert plus 1. Das kann er alles nicht benutzen. Der Speer kann weg. Kugeln. Brauchst du Kugeln? Ich glaube ja. So, also Langschwert oder Morgenstern. Er muss sich entscheiden. Ich würde mal sagen, er verkauft den teureren Morgenstern.
und kauft zumindest einmal Kugeln. Feuerkugeln. Das, ja. Na, ganz normale. So, kaufen. Fertig. Du, mein Freund, was hast du zum Verkaufen? Feuerdolch, Berserkerpfeile. Wieso hat er 5 Kugeln plus 2? Das ist ja Quatsch. Dann kauft er sich mal hier ein paar extra Kugeln. Für den Fall der Fälle. Nö. Dieser Fall der Fälle wird eh niemals eintreten. Genauso wie diese Berserker-Wurfpfeile. Kaufen. Und kauf dir einmal ganz normale Kugeln. Und du? Ah, hier müsste ich mal wirklich aufräumen. Hier dieser Beschützerbogen. Zweifel, dass der den jemals irgendwann benutzen wird. Flasche Wein. Ah. So, Pfeile. Fertig. Du brauchst mich? So, wie sieht's aus? Immer noch voll. Aber hier kann man zumindest so ein bisschen was machen. Vorgehen. So, okay. Ja, passt schon. Mehr will ich nicht machen. Außer vielleicht jetzt schlafen. Ein bisschen schlafen. Und dann den nächsten Turm angehen. Hier ausruhen. So, Dankeschön. Alles ausgeruht. Fein. Wir können ja mal ganz kurz nochmal. Hier kann man leider nicht sehen, was hier Stufe 4 ist und was nicht. 5. Das ist 4 zum Beispiel. Mut. Brauche ich Mut? 5 Phasen. Also, plus 1 auf ihre Trefferwürfe, plus 3 auf Schadenswürfe, plus 5 auf vorübergehende Trefferpunkte. Hm? Hoffnungslosigkeit, Grad 4. Okay. Also ein bisschen die Gegner verfluchen. Geisterrüstung, Dimensionstor, Stufe 4. Also mit diesem, wenn er an einem beliebigen Ort innerhalb seiner Sichtweite. Aha, okay. Brauche eigentlich nicht. Spiegelbild, Stufe 2. Eislanze, Stufe 3. Und auch Findbarkeit, Stufe 3. Stufe 3. Flammenpfeil, Stufe 3. Stufe 4, Verwirrung. Radius von 13 Metern, eine Runde pro Stufe. 1 bis 4 Wesen pro 2 Stufen. Kein Rettungswurf gelingt, bleibt das entweder stehen, läuft davon oder greift wahllos andere Wesen an. Okay. Schädelfalle.
3. Papiergriff, 3. Hast, 3. Hast sollte ich vielleicht auch lernen. Hast und dann... Ja, könnte gut sein. Stille. Schutz vor normalen Geschossen. Böses Entdecken. Ah, okay. Na gut, ich will jetzt nicht alle Schriftrollen hier durchgehen. Beziehungsweise, doch, das möchte ich doch. Aber das mache ich hier mal off-cam. Und sobald die nächste Folge losgeht, sage ich euch, für welchen Zauber ich mich entschieden habe. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Turm. Ne? Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.